Herzlich willkommen zu The Matcha Talk, ein Podcast über Business, Lifestyle und vieles mehr. Ich bin Dilek Pochajolo, Influencerin und Content Creatorin. Ich bin Duygu Jandan, Unternehmerin und habe eine Social Media Agentur. Und heute spielen wir den Matcha. Ich dachte gerade, ich spill jetzt alles auf den Boden, aber es ist nicht passiert. Dilek, du weißt, das ist schon einige Male passiert, ne, bei uns, wenn wir immer nach vorne gehen mit der Tasse, wie oft wir was verkippen. Manchmal tue ich auch so, als ob nichts wäre, aber ich habe auch schon einige Male verkippt. Aber du, ich vermisse echt so richtig, mit dir anzustoßen. Oh Mann, ich auch. So, wie am Anfang. Das machen wir wieder bald. Wir sind ja bald wieder vereint, hoffentlich. Wie gesagt, im August werde ich dafür sorgen, dass ich in die Schweiz wiederkomme und dann machen wir wieder eine Folge zusammen. Oh, das wäre so cool, ich hätte so Lust drauf, wirklich. Ja, ich auch. Vielleicht können wir ein paar Folgen vordrehen oder sowas, je nachdem, wie der Kleine mitmacht. Aber das wäre richtig, richtig nice. Ich glaube, ihr mögt es auch, wenn wir zusammen in einem Raum sind, weil ich weiß, es ist richtig cool, dass es funktioniert, so über Video, aber ihr habt mal, ich glaube, jemand hat mal geschrieben, so, das ist eine andere, eine andere Energie, wenn wir zusammen in einem Raum sind. Ja, das ist so, das machen wir wieder. Apropos, wir haben, also ich weiß nicht, wann ihr das Video schaut, aber wir haben gestern, jetzt, wir haben heute Mittwoch, wir haben gestern das Video von uns mit den Matcha-Cookies gepostet. Und beim Schneiden musste ich schon die ganze Zeit lachen und ich musste so, da warst du noch schwanger, Dilek, ne? Also so lange habe ich gebraucht, das geht voll auf meine Kappe, also 2 Monate habe ich gebraucht, um dieses Video zu schneiden, aber irgendwie kam ich nicht dazu. Du bist umgezogen, hallo. Ausgewandert bist du. Es war schon jetzt 2 Monate schon lang, aber ich musste so lachen. Ich weiß nicht, ob ihr uns genauso lustig findet wie wir uns. Aber es ist einfach, ich habe dich auch voll vermisst, als ich es geschnitten habe. Ich dachte mir so, Mann, es war so schön. Immer, wo wir so nah, also wo wir noch Nachbarn waren. Aber das holen wir noch nach, auf jeden Fall. Nicht mehr lang. Unbedingt. Aber falls ihr so mehr so Content sehen wollt, vielleicht können wir das auch remote irgendwie schaffen, sowas zu machen. Wäre richtig, richtig nice, oder? Ja, das kriegen wir hin. Voll Lust drauf. Ja, also das machen wir. Deswegen, bitte schickt uns eure Matcha-Rezepte. Alles, was Matcha-related ist, wir werden das auf jeden Fall umsetzen. Sei es Matcha-Brownies. Ich habe letztens Tiramisu wirklich... Tiramisu, hab ich mal gesehen. Nochmal? Was hast du gesagt? Tiramisu, Matcha-Tiramisu habe ich auch mal gesehen. Das Gleiche wollte ich dir nämlich gerade sagen. Ich habe letztens Matcha-Tiramisu probiert. Und? Und es war richtig lecker. Richtig, richtig lecker. Muss ich wirklich sagen. Es war nämlich nicht zu stark, dieser Matcha-Geschmack. Es war so ein leichter Abgang. Und die Mascarpone-Creme und so war auch sehr geil. Deswegen hat es sehr, sehr gut gepasst. Müssen wir mal machen. Unbedingt. Ich liebe sowieso Tiramisu, deswegen wäre das, glaube ich, auch voll mein Ding. Und die Cookies sind ja so lecker gewesen. Wirklich. Also extrem, wirklich. Extrem geil. Ja. Als ich das mir angeschaut habe, dachte ich mir schon so, vielleicht muss ich die nochmal die Tage machen. Die waren ja auch so einfach. Ja, voll. Aber jemand hat dir geschrieben, so, wir müssen sie schon in den Kühlschrank tun für 1/2 Stunde oder 15 Minuten. Haben wir nicht gemacht, damit die Butter wieder härter wird. Macht eigentlich Sinn. Ja. Macht auch Sinn, aber wir konnten nicht warten. War trotzdem nice. Okay, aber was ist heute unser Thema, Dilek? Wir reden heute wieder um ein Thema, was wir eigentlich auch oft die Frage gestellt bekommen haben. Ne? In jeder Fragerunde ist dieses Thema dabei. Ja. Worum geht's? Toxische Beziehungen haben wir schon oft eigentlich geredet. Bei der Arbeit, in der Beziehung. Und heute geht es mal wirklich um ein Thema, was wirklich vielen mehr Schmerzen vielleicht zubereitet, weil es einfach in der Familie ist. Und was macht man? Wie haben wir das schon mal erlebt? Oder wie würden wir mit so einem Fall umgehen, weil es ist schwierig. Du kannst nicht, es ist nicht eine Freundin, wo du sagen kannst einfach, hey, du tust mir nicht gut, ich breche den Kontakt ab. Es ist Familie und Familie, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Duygu, aber bei mir steht Familie an höchster Stelle. Es ist einfach mein Ein und Alles. Ja. Und wenn das in der Familie passiert, dann, ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen soll. Das würde mich komplett kaputt machen. Und zum Glück ist das noch nie passiert, aber du hast sicherlich Leute in der, ich sag mal, in der größeren Familie, so Verwandtschaft, wo du sagst, die tun mir nicht gut und ich habe keinen Kontakt zu ihnen. Und ich bin ehrlich zu dir, das finde ich auch in Ordnung. Auch wenn es Verwandte sind, ich glaube, die meisten haben sowieso, ich bewundere Leute, die sich mit ihren Verwandten so verstehen wie mit Freunden. Ich bewundere solche Menschen. Bei mir ist es leider nicht so der Fall. Also Wir kommen später dazu, aber es ist schon schwieriger, finde ich, oder? Als Freunde, weil Freunde kannst du dir aussuchen, aber Verwandte kannst du nicht aussuchen. So ist es. Das ist das Schwere, ja. Deswegen ist toxische Familie noch
belastender für einen als alle anderen toxischen Beziehungen. Es ist halt auch, du kannst dir nicht die Familie aussuchen. Du wirst geboren, dann ist das deine Mama, das dein Papa. Und alle anderen Geschwister oder die ganze restliche Familie, die ist dabei. Die kriegst du mit im Package. Und ich sehe es genauso wie du, Dilek. Das ist ein ganz heikles Thema und auch super schwer, weil ja, du kennst nur, denn du, man hört auch überall Familie über alles, Familie über alles. Und ich finde diesen Satz sehr, sehr, also in unseren Fällen, sage ich jetzt mal, ist es ein gesundes Maß, wo man sagt, ja, meine Familie ist an erster Stelle. Aber ich kenne auch viele Fälle, wo es immer gesagt wird, tu es für die Familie, Familie ist alles und ne, keiner kann über der Familie stehen. Aber es ist eigentlich für einen anderen Zweck gedacht. Also es geht um Unterdrückung, um die Leute klein halten. Und das macht sowas von was mit einem. Das prägt dich viel mehr als alles andere, weil es von klein auf ist. Ich hatte sogar mal eine Bekannte, sie musste, also sie war verlobt mit ihrem Verwandten und irgendwann wollte sie eigentlich nicht. Also sie wollte die Verlobung auflösen, weil sie gemerkt hat, das funktioniert nicht wegen den Familien oder weil sie sich einfach nicht verstanden haben. Und am Ende hat sie ihn geheiratet. Sie ist auch immer noch verheiratet, weil sie ihr den Druck gemacht haben, es ist Familie, wenn du dich jetzt trennst, was passiert dann mit den Familien? Die werden ja nicht mehr miteinander reden. Also direkt, das finde ich schon krass, dass die weiterhin verheiratet ist und das eigentlich nur macht wegen der Familie. Das finde ich nicht gut. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man rebellisch sein soll und respektlos gegenüber der Familie, aber das ist ja immer noch dein Leben. Das finde ich, eine Familie entscheidet, was du zu tun hast, mit wem du es zu tun hast und wann du dich trennen darfst und wann nicht. Höchsten Grades toxisch und das war früher ja gang und gäbe. Wenn man so türkische alte Serien schaut, wo sie in diesen riesen Häusern alle zusammen mit der Familie leben. Erster Gedanke, den ich als Kind schon hatte, da will ich niemals mit meiner Familie, mit der Familie von meinem Mann, mit meinem Mann, mit meinen Kindern, ich finde das ganz grauenhaft. Weil der Grundgedanke ist schön, dass man zusammenlebt, aber so wie es in diesen türkischen Serien dargestellt wird, dass alle Familienmitglieder entscheiden, was du wann zu tun hast, grauenhaft. Das ist fast schon wie ein Familienclan. Ja, ist so. Aber wie kommst du aus der Situation raus? Du musst dich trennen und dann sind deine Kinder aber, haben sie keine, oder haben sie dann eine Scheidung, so, was ich meine? Genau, das ist das Schlimme, die liegt, weil dann hast du auch keinen Kontakt zu deiner Familie und keinen Kontakt zu deinem Mann und bist alleine. Weißt du, das ist auch nicht die Lösung. Schwer, sehr, 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 sehr schwer. Also für alle, die in so einer Lage sind, ich wüsste nicht, was ich da als Tipp gebe, weil das ist halt nicht so easy peasy, dass man wie in einer Beziehung sagt, ach, weißt du, ich trenne mich und gut ist. Ist so. Eine Familie. Ja. Ja. Und ich glaube eben, die liegt, da rauszukommen, ist noch schwerer. Und da habe ich eine ganz kurze Story, die ich online gelesen habe, die ich so schockierend fand. Kurz gefasste Geschichte. Es gibt eine Frau, sie hat 3 Kinder. Und leider sterben 2 von den Kindern beim Autounfall. Und die Älteste überlebt. Und dieser Vorfall, der beeinträchtigt sie, also wird sie ihr Leben lang beeinträchtigen und auch dazu führen, dass sie psychisch nicht mehr klar denken kann und allen Druck und alles andere im Leben auf die große Tochter bezieht. Sie hat wie eine Art Kontrollwahn. Sie will wissen, wann sie zur Schule geht. Sie will wissen, was sie macht. Sie möchte bei allem dabei sein. Sie fragt sie auch immer wieder, liebst du mich nicht? Wieso bist du mit ihr rausgegangen, nicht mit mir? Sie hat eine ganz, ganz, ganz leider kranke Art, ihre Tochter zu lieben. Die Tochter wächst so auf, ihr Leben lang. Und sie erzählt auch diese Geschichte. Sie sagt auch, wie schwer es ist, weil sie hat diese Mama und sie hat auch nur sie. Sie hat keinen Vater, also sie kennt ihren Vater nicht. Und sie klammert sich irgendwo auch an sie. Aber ihre Mutter macht so einen, sie übt so einen Druck auf sie, dass sie nicht das richtige Leben leben kann. Denn bis zu einem Punkt, wo sie einen Mann kennenlernt, weil da ändert sich alles, da wird sie noch schlimmer. Dann sagt sie, also weil die Tochter jetzt die ganze Aufmerksamkeit dem Mann widmet und nicht der Mutter, ist das richtig, richtig schlimm für sie. Und sie mischt sich ein und tut alles dafür, dass sie sich eigentlich trennt von dem Mann oder sich trennen soll, damit sie wieder ihre Tochter für sich hat. Das schafft sie nicht. Die Tochter kriegt auch ein Kind mit dem Mann. Und leider passiert jetzt eine Sache,
die richtig grauenhaft ist, denn die Mutter, ihr ist es lieber, also für sie ist es besser, dass sie mit dem Mann ihrer Tochter eine Beziehung anfängt, damit die Tochter weg vom Mann kommt, statt einfach ihr Hauptproblem zu lösen. Sie denkt, das löst das Problem. Ja, sie fängt die Beziehung an mit ihrem Mann, mit dem Mann ihrer Tochter. Und es bringt auch was. Also sie, die Tochter entfernt sich auch ein bisschen so von ihm und verbringt auch mehr Zeit mit der Mutter und so. Also irgendwie ihr Ziel ist schon erreicht worden. Nur, wie gesagt, sie hat eine Beziehung mit dem Mann ihrer Tochter. Und es bleibt leider nicht bei dieser Beziehung, die Lick. Mit circa knapp 48 Jahren wird die Mama schwanger. Schwanger. Vom Mann ihrer Tochter. Das hört sich an wie so eine kranke türkische Serie. Ja, wirklich. Und das Krasse ist, sie bekommt es raus, sie geht nicht drauf ein, wie sie darauf reagiert und all das, nur diese einfach, wenn man das mal so mal Revue passiert, wie krank, also wirklich, das ist ja wirklich ein Fall, den du behandeln musst, wie toxisch diese Mutter auf diese Tochter ist, ihr ganzes Leben beeinflusst und der Grund, weshalb die Geschichte überhaupt öffentlich gemacht wird oder wurde, ist, dass die Mutter gestorben ist und dass die Tochter sich jetzt gedacht hat, ich habe ein Riesenproblem, denn ich frage mich jetzt, habe ich meine Mutter mein Leben lang geliebt oder musste ich sie lieben, weil sie meine Mama ist? Lieben wir unsere Mütter, weil sie unsere Mütter sind, oder lieben wir unsere Mütter, weil wir sie lieben? Ich glaube, das ist so ein Urinstinkt oder dieses, was man als Baby hat, ich sehe das bei Alas. Alp sagt immer, er guckt dich immer so verliebt an. So guckt er mich nicht an, hat er gesagt. Und das ist halt an erster Stelle, ich fütter ihn und ich bin immer für ihn da und er kennt halt meine Stimme am besten, er kennt meinen Herzschlag, er kennt mich am besten und dann liebst du halt auch automatisch diesen Menschen am meisten. Ja. Und ich sehe auch sehr oft Familien, man hört ja auch oft, wo die Mutter zum Beispiel psychisch irgendwie depressiv ist oder irgendeine andere Störung hat und das irgendwie so aufs Kind überträgt, wie zum Beispiel diese Mutter, sie hatte offensichtlich ein Trauma von dem, was passiert ist, hat irgendwie eine Störung entwickelt und hat sich so fest an ihr Kind geklammert, was noch übrig war, vielleicht Schuldgefühle. Genau. Sie hat offensichtlich ein Trauma von dem, was sie erlebt hat, dass ihre zwei Kinder gestorben sind. Und hat sich so fest an ihr Kind geklammert, dass es so toxisch wurde für beide. Und ich finde, ich denke, sowas passiert wirklich super, super oft. Und das Traurige daran ist, als Mutter oder als Vater, irgendwie checkst du es nicht. Oder du wirst es nicht checken. Und als Kinder denkst du, es ist normal. Und weißt du, wann es Klick macht bei meisten Kindern, wenn sie zum Beispiel jemanden heiraten oder einen Partner haben, und dann die Familie sehen und dann sehen, wie der Partner mit der Mutter ist, also mit der eigenen Mutter. Und dann sehen sie, das ist eigentlich eine gesunde Beziehung mit der Mutter. Die ich habe, die ist schon komisch. Und dann realisieren sie das alles, was ihre Kindheit, was passiert ist. Und man denkt ja eigentlich, Mütter wollen immer das Beste für einen oder Väter. Aber dann, ich habe auch echt viele Fälle auch von Freunden, denen das passiert ist, wo sie auch Kontakt, keinen wirklichen, ich meine, sie haben immer noch Kontakt, aber es ist nicht mehr so wie früher, nachdem sie geheiratet haben, weil sie einfach gemerkt haben, wie toxisch ihre Mutter oder ihr Vater eigentlich war. Und das passiert auch sehr oft, dass du als Kind keine Entscheidung mehr treffen kannst, weil deine Eltern die Entscheidung für dich treffen und du denkst, das ist das Beste und machst das. Und irgendwann bist du an einem Punkt, wo du denkst, ich möchte eigentlich gar nicht dieses Leben leben. Ich bin hier an einem Punkt, wo ich nicht sein möchte. Wieso bin ich hier? Und dann lässt du alles Revue passieren und merkst, dass es eigentlich wegen deinen Eltern so ist. Und ich denke, man sollte Kindern auf jeden Fall so viel Liebe geben wie möglich. Aber es ist natürlich schwierig. Das ist eben so ein ganz dünner Grat, wo du sie kontrollierst und wo du sie halt in die richtige Richtung führst. Das ist zum Beispiel bei Fußballspielern sieht man das, finde ich, auch ganz oft, wo sie, viele Fußballspieler sind da, weil sie dort sein möchten, Profifußballer. Aber es gibt auch oft Fälle, wo die Väter sie so zwingen, so richtig krankhafte Sachen machen, dass sie weiterspielen und dass sie professionell werden. Und sieht man auch bei Beckham zum Beispiel, hat man das in der Doku gesehen, weiß nicht, ob du die gesehen hast. Da hat man es nämlich voll krass gesehen. Der Vater hat so, den haben sie auch interviewt und der hat dann so geredet, wo ich mir dachte, du redest da von deinem eigenen Traum und dein Sohn lebt das, aber ihm geht es mental nicht so gut, dass er das durchziehen kann und er
ging komplett zugrunde irgendwann und wollte eigentlich gar nicht mehr Profifußballer werden. Oder er wusste vielleicht nicht, möchte ich das oder möchte ich was anderes werden? Und ich finde, das ist halt echt schwierig zu sagen, vor allem bei so Sportarten oder so, dass die eigenen Eltern ihre Träume den Kindern weitergeben und wollen, dass sie ihre Träume leben, vielleicht weil sie dann indirekt dadurch dann auch reich werden. Es gibt ja auch diese kranken Dinger, wie heißt das, Schönheitswettbewerbe mit Kindern, mit kleinen Mädchen in Amerika, wo die Mütter die Kinder voll auffrisieren und schminken. Die sind dann wie so ältere Models, wie die sich benehmen, auch die Mädchen. Ja. Und wie die untereinander so zickig sind. Ich habe mal irgend so eine Doku gesehen, das fand ich voll krank. Mhm. Und das sind aber die Mütter, die Kinder dazu anstiften. Ja. Auch so das toxisch. Das ist toxisch. Ja. Genau dann. Also der schmale Grat zwischen, ich gebe meinem Kind Tipps und dränge es in den Dingen, was ihm gut tut, und ich bin toxisch, ist so, so schmal, weil ich finde, dieses Thema Sport ist wichtig, dass du eine gewisse Disziplin hast, und es wird auch nur was, wenn du Disziplin hast, und das ist gut, ist wenn so. Deine Eltern dich unterstützen und dich supporten und manchmal auch zwingen, aber wenn dein Kind das nicht will, dann kannst du es zwingen, wie du willst. Am Ende wird das dein Kind nicht machen oder nicht durchziehen. Ja. Und es hat keinem was gebracht. Und genau das ist das Dilekt. Ich glaube, das machen die Eltern, die auch an ihren eigenen Arsch denken und denken, wenn mein Kind bekannt ist, dann bringt es mir auch was. Schlimm. Schlimm, schlimm, weil die nehmen ihre Kinder als Mittel zum Erfolg, zum Geld verdienen. Ja. Das sollte auf keinen Fall so sein. Ich finde es verrückt, wie viele verschiedene Facetten toxische Familie sein kann. Also wie unterschiedlich sich das ausbreitet. Aber ich glaube, so zusammengefasst, Dilek, würdest du auch sagen, toxisch wird es immer in der Familie, wenn zu viel eingemischt, zu viel kontrolliert, zu viel eingeredet wird. Genau. Also jetzt im engen Familienkreis, Genau. Also bei Eltern reden wir jetzt mal, weil wir jetzt die ganze Zeit darüber geredet haben. Weil ich möchte noch ein ganz kurzes Thema ansprechen, was für mich auch dazu passt. Und zwar dieses Thema Familie. Dieses Wort Familie ist eigentlich ein positives Wort, aber ich glaube, es wird in ganz, ganz vielen verschiedenen Formen auch negativ genutzt. Da fällt mir direkt das Thema Familienclan, diese ganzen Gruppierungen auf, weil es fängt schon an, zum Beispiel, wo ich das mitbekommen habe, auf der Arbeit. Wir sind eine Familie. Nein, sind wir nicht. Arbeit ist Arbeit und Familie ist Familie. Aber indem du deinen Mitarbeitern das Gefühl gibst, wir sind eine Familie, gibst du automatisch denen das Gefühl mit, du musst mir loyal bleiben, ich bin für dich wichtig, ich tue auch alles für dich, also musst du für mich alles tun. Alles Positive, was mit einer Familie kommt, erwarten die dann von dir. Und da kenne ich einige, die in so einer Situation waren, und für mich kann niemals, egal wie gut man sich mit den Mitarbeitern versteht, wie geil das Team ist, man kann niemals eine Familie sein. Ich verstehe, was sie damit meinen, aber ich finde das toxisch, wenn du mich fragst, weil du unterbewusst auch auslöst bei vielen Menschen, komm, ich arbeite noch ein paar Stunden, weil ist ja meine Familie, weil ich mag ja alle. Mm. Ne? So Sachen. Bis hin zu den Familienclans wirklich oder auch diese Gruppierungen, die illegalen Gruppen, was auch immer, Hells Angels, Banditos, was auch immer es da alles gibt, wo auch dieses Thema Familie immer in den Raum geworfen wird. Ey, wir sind doch eine Familie, tu es für die Familie. Und das finde ich so krank, dass dieses Phänomen seit Jahren existiert und auch funktioniert, Dilek. Es funktioniert. Dieses Wort Familie löst in den meisten Menschen, vor allem mit einer schlechten Familie, die sind halt am einfachsten zu bewältigen und in diese Enge zu dringen. Es ist so einfach, diese Leute zu manipulieren, wenn man das Wort Familie benutzt. Ganz einfach. Weißt du, warum ich auch denke, dass es funktioniert? Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht so Leute sind, die vielleicht in der Familie das nicht gekriegt haben, diese Bindung oder diese Stärke, die sie dann zum Beispiel bei den Hells Angels das Gefühl kriegen, ich gehöre jetzt zu einer Familie und ich tue jetzt alles, was in meiner Macht steht, um diese Bindung zu stärken oder um loyal zu sein oder in deren Augen das perfekte Familienmitglied zu sein. Ich habe da auch mal so ein, ich weiß nicht, ob ich eine Doku gesehen habe von so einem, der darüber geredet hat, der früher bei den Hells Angels war, und er hat gesagt, ich habe Sachen gemacht. Also ich war einfach der Laufbursche. Ich habe alles gemacht für den. Nur, dass er sagen konnte, du gehörst zur Familie. Und er ist dann aufgestiegen und was weiß ich was, aber am Ende war das ein Krimineller. Also seine Familie oder
im Wort Familie steckt so viel drin, aber das gehört nicht, auf jeden Fall nicht unter Familie für mich, sowas. Nein. Weil das ist eine Art von Manipulation, du manipulierst diese Menschen. Ja, genau, das ist das. Und die sind einfach zu manipulieren, weil wie du sagst, die kommen von einem Ort, wo sie keine Familie hatten und sie wollen einfach Liebe, wie jeder andere Mensch auch. Das ist leider auch eine Art von Liebe, die in diesen Gruppen haben. Eine kranke Liebe, aber das ist deren Liebe, die sie aufgebaut haben. Aber sobald es darum geht, Sachen zu tun, da geht's, also da fällt mir auch direkt wieder was ein. Es gibt auch eine Geschichte, ich weiß nicht, ob du die kennst. Da ist der Vater so ein geisteskrank toxischer Mensch, dass er seine eigene Tochter verkauft und die Tochter es liebend gerne macht. Weil der Vater so liebevoll zu ihr ist und ihr so viel Liebe gibt, nur im Gegenzug dazu. Er sagt, du musst uns nur finanziell helfen. Ich werde dir alles geben. Er ist total, er kocht für sie. Wenn sie kommt, bügelt er sie ihre Klamotten. Er tut alles für seine Tochter. Aber er verkauft seine Tochter auch. Und die Tochter ist in so einer Bubble, weil sie voll Liebe ertränkt wird von ihm, von ihrem Vater, dass sie nicht mehr klar denken kann und denkt, ich tue das für meine Familie, ich verdiene nur Geld, es ist nicht schlimm. Und aber mein Vater liebt mich. Was hast du mit verkauft? Also sie muss sich prostituieren. Der Vater besorgt Männer, die ja für Geld mit ihr schlafen. Ich habe das oft eben diese auch bei den Hells Angels gibt es das auch, ja auch, dass die Jungs dann Beziehungen anfangen mit Mädchen und dann sagen, hey, du musst uns helfen, ich verdiene, ich habe so viel Schulden. Wer kann sich prostituieren? Und dann fangen sie an, als Prostituiert zu arbeiten. Aber als Vater, dass du es als Vater machst, wie krank. Nein, wirklich. Also es gibt so viele kranke Arten von Menschen, wo es so schwer ist, bei diesem Thema Familie da rauszukommen, es zu erkennen. Weil wir reden immer über toxische Beziehungen und das ist ein Fremder, der dich verarscht. Und sogar ein Fremder schafft es, die meisten Leute zu verarschen. Aber was ist, wenn deine eigene Familie, mit der du seit Stunde null aufgewachsen bist, wie wenn die dich verarschen, was dann? Was, wenn deine Familie die eigentlichen toxischen Menschen in deinem Leben sind, die du entfernen musst? Und wie entfernst du die? Boah, ich würde mich so interessieren, alle, die uns gerade zuschauen, die dieses Video sehen, ob ihr Erfahrungen damit habt, ob ihr vielleicht Tipps Leuten geben könnt, die in so einer Situation sind, weil ich glaube, wir können da keine Tipps geben. Weil ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, was du sagst. Ja, also bei Freunden, bei denen das passiert ist, sehe ich, es ist nicht von heute auf morgen, dass man zum Beispiel keinen Kontakt mehr zur Mutter oder zum Vater hat, aber es ist wie so ein schleichender Prozess. Man entfernt sich, man sieht sie vielleicht seltener, man wohnt vielleicht in einer anderen Stadt und dann sieht man sie immer seltener und dann mischen sie sich auch weniger in das Leben ein und du merkst dann, hey, mir geht's viel besser. Und dann merkst du, okay, das war der Punkt, was mich gestört hat oder meine Beziehung zu meinen Eltern. Die kann einfach nicht aufgebaut werden, weil sie zum Beispiel stur sind und denken, sie machen alles richtig, die Eltern. Und dann kannst du die irgendwie, kommst du auf keinen gemeinsamen Nenner. Und das Beste ist dann einfach, sich ein bisschen zu entfernen. Und dann habe ich leider auch bei Leuten gesehen, dass sie sich einfach viel, viel besser fühlen, wenn sie die Eltern nur einmal im Jahr sehen zum Beispiel. Ich finde es krass, diesen Gedanken. Aber wenn es so ist, wenn das für dich das Beste ist, dann ist es so. Du hast dann nicht direkt diesen Kontaktabbruch und ich sehe dich nie wieder, sondern sehr selten und das kann einem gut tun und dann sehe ich da auch nichts Falsches dran, aber was denkst du zum Beispiel bei Verwandten? Denkst du, so das ist so ein Punkt, wo du denkst so, hey, ich habe eigentlich mit denen nichts, also meine Verwandten sind halt alle in der Türkei. Ich habe jetzt nicht so toxische Leute, wo ich sage, ich muss da jetzt keinen Kontakt zu denen haben oder ich habe da jetzt was erlebt, das hat mich fertig gemacht, habe ich jetzt nicht. Ich finde, das ist halt der Punkt, die sind in der Türkei, ich habe sie einmal im Jahr gesehen, dann ist man ein bisschen rausgegangen, haben zusammen gechillt, aber es ist nie sowas passiert, dass mich das so mitgenommen hat, dass mich so belastet hat, dass ich gesagt habe, es macht mich jetzt fertig, ich muss mich von dieser Person entfernen. Es gibt aber auch natürlich Fälle, wo man mit der Verwandtschaft irgendwie zusammen aufgewachsen ist, zusammen lebt und wie Freunde ist eigentlich und dann passieren Sachen und man kommt da irgendwie nicht weg. Und ich finde, das ist so die einfachste Art von der Familie toxisch, wo du wegkommen kannst. Ist natürlich schwierig, weil, sag mal, die ganze Familie, die ganze Verwandtschaft trifft sich. Und weil die eine Person da ist, gehst du nicht hin. Ist schon schwierig, aber ich denke, das ist vielleicht einfacher, als wenn es direkt in der Familie, weißt du, mit Geschwistern oder so ist. Voll.
Denke ich auch. Also ehrlich, die liegt bei mir, kann ich dir genauso sagen, auch wenn, also für mich ist Verwandtschaft, für mich ist Familie, also ich habe eine relativ kleine Familie und für mich sind das meine Eltern, meine Geschwister, meine Großeltern, meine Tanten und Onkel. That's it. Das sind so meine Familie. Und alles außerhalb von dem sind für mich Verwandten. Und auch wenn das hart klingt, aber mir ist das relativ egal, was Verwandte machen. Ich habe genau das Ähnliche wie du. Die sind weg, außer weg, nicht in meiner Nähe. Die können machen, was sie wollen. Ich mache, was ich will. Mich interessiert das eigentlich nicht. Ich, nicht, weil ich böse bin auf die, aber weil es mich einfach nicht interessiert. Und ich finde das für mich eine richtige Art zu leben. Ich finde die nett und alles gut, aber von Weitem. Und ich kenne auch einige, wo es zum Beispiel mit Cousinen nicht klappt, wo Cousinen, an, also Cousinen untereinander ein Business bauen und die sich ein Messer in den Rücken stechen und was auch immer. Also das hört man ja auch oft. Und ich finde, da ist es, wie du sagst, einfacher, keinen Kontakt zu haben und zu sagen, weißt du, ich muss nicht jeden Tag mit der hängen. Es ist nur meine Cousine, es ist nur mein Onkel, was auch immer. Und leider, vor allem wenn die Leute in der Türkei sind, darüber haben wir auch schon oft geredet, haben die ein ganz anderes Mindset und können sehr oft toxische Sachen sagen. Da fällt mir gerade so viel ein, oh mein Gott, aber da wollen wir jetzt nicht zu tief rein, aber diese Sätze, du kennst doch diese dummen, dummen Sätze, die leck, wo man sich denkt, wieso musstest du das jetzt sagen? So einfach nur Stichelei. Und das ist für mich auch so, das kann auch toxisch sein, aber dann da würde ich einfach genau, was du sagst, als Tipp geben, entfern dich. Es ist einfacher, als wenn deine Eltern oder deine Geschwister toxisch sind. Aber ja, es ist mühsam, dass es überhaupt existiert in der Familie. Aber noch eine letzte Sache, direkt ganz kurz, das fällt mir gerade auch ein. Thema, man kann, es gibt eine Lösung, also wenn deine, du bist in die Familie reingeboren und du kannst es nicht entscheiden. Und manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Und wenn man Pech hat, dann kann man sich seine eigene Familie bauen. Und ich finde das das Schöne, weil deine Familie, in der du geboren wurdest, heißt nicht, dass das, also wenn es eine toxische Familie ist, heißt es nicht, dass du für dein Leben lang keine Familie mehr hast. Sondern du hast ist die Möglichkeit, deine eigene zu bauen und dieses Toxische nicht mehr reinzulassen. Und ich finde das irgendwie voll den schönen Gedanken, dass es einen Neuanfang gibt und du der Anfang sein kannst, sodass deine Kinder sagen, ich habe eine tolle Familie, obwohl du vielleicht keine hattest. Und der Gedanke, finde ich, gibt voll Hoffnung, dass man sagt, ja, also ich baue mir einfach meine eigene, egal was mir in der Kindheit widerfahren ist. So mit Freunden und sowas meinst du? Ja, oder auch deine eigenen Kinder. Also ich meine, sobald du ja mit deinem Partner einen tollen Partner findest und Kinder kriegst, ist das deine Familie. Also das kann dir Halt geben, dass du dann vielleicht eine toxische Mutter hast oder einen Vater oder was auch immer. Das ist dann so ein Kapitel, was du vielleicht weglegen kannst und sagen kannst, okay, jetzt aber neu beginnen, ich habe meine eigene Familie. Ja, das ist super, super schön, weil es ist auch eine Familie, die du wie, auf, wo du auch eine gewisse Art von Kontrolle auch hast. Also nicht Kontrolle, sondern Kontrolle, dass es nicht in die toxische Richtung geht, das meine ich. Weil wenn deine Mama toxisch ist, dann kannst du das wenig beeinflussen. Aber wenn du ein Kind hast, dann weißt du ganz genau, wie du das Kind zu erziehen hast oder wo du einen Partner hast, wenn du einen Partner wählst, der nicht toxisch ist. Und ich finde, das ist super wichtig, dass das Kind in einer Umgebung aufwächst, was mit Liebe anfängt und nicht mit, mit Toxik oder mit irgendwelchen früheren Traumata, die man nicht bearbeitet oder verarbeitet hat und dann damit weiterlebt, sondern dem Kind das Gute in Menschen zeigt oder einfach eine glückliche Familie, wie eine glückliche Familie auszusehen hat. Natürlich gibt es Diskussionen und Streitereien, ist ja normal, gibt es in jeder Familie, aber dass dieses, was du erzählt hast mit dieser Story am Anfang, diese Frau, die ihr Kind so eingenommen hat, dass sie einfach darin erstickt ist in dieser Liebe, wenn man das Liebe nennen kann, sowas ist halt einfach toxisch. Und wenn man das erkennt, das ist das Schwierigste vielleicht, so eine toxische Beziehung zu erkennen, auch in der Familie, vor allem in der Familie ist, finde ich, sowas schwieriger, weil man denkt, eine Familie ist nicht toxisch. Voll. Ja, da dann rauszukommen, ist natürlich schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Und ich finde die Idee eigentlich ganz schön, dass du sagst, dass wenn deine Familie toxisch war und du einfach diese, sag mal, den Kontakt vielleicht ein bisschen abgebrochen hast, dass du trotzdem es Hoffnung ist, dass du deine eigene Familie gründen kannst und die dann so führen kannst, wie du möchtest. Ja, das ist schön. Das ist schön. Haben wir ein schön positives Ende noch geschafft. Ja, genau. Von so einem negativen Thema. Aber nee, ich finde es auch super interessant, auch mal deine Sicht da zu hören. Und ich bin froh, dass wir jetzt nicht
in unseren Familien sowas erlebt haben. Aber klar, falls ihr da sowas erlebt habt, es ist schwierig, aber wir wünschen euch ganz, ganz, ganz viel Kraft, dass ihr das erkennt, dass ihr vielleicht sagt, okay, ich tue da jetzt was dagegen und rede vielleicht mit den Menschen. Manchmal bringt das ja auch was, wenn man redet ja. und versucht, das Problem zu lösen. Aber oft ist es halt leider der Fall, dass das nicht so ist, weil Menschen das nicht checken. Ich finde, Menschen, die checken das nicht und die sind so stur, dass sie das so durchziehen. Die denken, die haben recht, das finde ich so krank. Ja. Dann würde ich sagen, sollen wir die Folge beenden? Was meinst du? Ja. Okay. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. War eine super interessante Folge, wie immer. Und falls ihr eben Wünsche habt, was wir, was wir am Anfang besprochen haben, Rezepte oder Videowünsche, wir können auf YouTube, müssen wir ja nicht nur Podcast-Folgen hochladen, wir können auch andere Sachen hochladen. Lasst uns auf jeden Fall wissen, wir freuen uns darüber. Alles, was wir remote machen können und wenn Düge da ist, dann machen wir ganz viel auf jeden Fall. Dann nutzen wir das aus. Aber bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.